Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu dem Testvideo meiner neuen Schreckschusswaffe, die P99 Umarex Walter P99. Und heute ist es halt endlich jetzt soweit. Wir testen die jetzt mal aus. Wir haben hier einiges an Munition und das Blister ist uns hier gerade schon aufgegangen. Hier die Klebqualität war jetzt nicht so vorhanden. Die haben wir jetzt aber alle hier links mal nebenhin gelegt. Werden wir trotzdem von jedem auf jeden Fall mal eine austesten. Dann haben wir hier das Zink Mission 22. Da werden wir natürlich auch von jeder eine testen. Und wir haben hier noch von Umarex Tactical Fireworks die Raketenpfeifgeschosse und weitere Munition, das sind die Ratterpatronen. Dann haben wir hier noch Zink Desert Gold, die Sungrazer, ja, auch von Zink. Und hier haben wir noch einen dicken Batzen Munition von dem Dämmershop. Und der Code funktioniert jetzt übrigens, wenn ihr MPM bei dem Gutscheincode eingibt, bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Also jetzt klappt es, da gab es am Anfang Probleme, das wurde jetzt behoben. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt jetzt auf diese verschiedensten Effekte. Ja Leute, mein Kollege wird die Waffe jetzt schießen, ich werde hinter die Kamera gehen, damit ich das alles gut auf Kamera bekomme. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Test. Okay. So. Wir nehmen uns jetzt erstmal hier das Blister vor und da schnappe ich mir jetzt mal hier, da muss man hier diese Kappen abmachen, davon eine, schöne Ampel, dann haben wir hier jetzt noch so eine silberne mit einer blauen Kappe oben drauf, keine Ahnung was. Okay, das hätte ich nicht machen sollen. War es schon geladen? Noch nicht, ne. So, Patrone oben rein. Und ab geht's. Ja, schöner Pfeifton. Dann machen wir jetzt die gelbe. Im Prinzip genau die gleiche und die grüne. Okay, das war die krasseste. Sehr, sehr lauter, schriller Pfeifton. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nehmen wir uns jetzt mal das Zinkblister vor, Mission 22. Genau. Ah, da müssen wir jetzt gucken, ne, wie wir die. Ich glaube, wir stecken die so vorne rein. Nehmen wir die Waffe. Ja. Ja, hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt wissen wir, wie die funktionieren mit dieser Kappe. Dann haben wir jetzt hier noch so ein kleines Röhrchen. Mach das mal auf. Kriegst du es auf, Alter? Was für kleine Dinger da drin sind. Bin mal gespannt, was da jetzt so rauskommt. Ja, finde ich ganz nett, also auch mal was anderes. Dann haben wir jetzt hier noch schwarze und silberne Patronen. Und die vergleichen wir natürlich jetzt auch nochmal. Ja, ganz nett. Und die schwarze.
Die halten auf jeden Fall sehr lange an in der Luft und ja, es gibt die Patronen natürlich auch noch mit Knall. Diese sind dann aber nicht in Deutschland legal zu erwerben. Das geht dann schon unter Kategorie 4. Dann haben wir jetzt hier diese Tactical. 50 Stück sind hier in einer Packung. Und die roten haben wir natürlich auch noch. Ja. Sag mal. Nee, andersrum. Let's go, grün. Ja, schöner Pfeifton. Der eine grüne vorhin war der beste, fand ich. Und das war der rote. Dann haben wir jetzt hier zum Abschluss nochmal den Sungrazer und Desert Gold von Zink. So sieht die aus. Es knallt im Hintergrund noch, weil wir haben Silvester. Sungrazer sind so knallige rote Patronen. Brokateffekt. Sehr, sehr gespannt, wie der Effekt so ist. So rum. Immer das Plastik außen. Plastik außen. Ja. Und der Brokat. Oh ja, sehr schön. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr habt mal so einen kleinen Eindruck bekommen, wie so Schreckschusswaffen funktionieren, wie die so abgehen. Weil ich sehe hier oben, da haben wir oben noch von den kleinen. Dann machen wir mal noch diesen Super-Effekt auf dem Glister. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Sind wieder so kleine, so kleinere drin und nimm mal die anderen auch noch mit. So, dann testen wir mal den Super-Effekt aus. Zeig mal. Nee, andersrum. Ja. Geil, das gefällt mir richtig gut. So Signalsterne, die so wirklich sekundenlang im Himmel leuchten. Richtig geil. Den nächsten. In grün. Und noch einen, wenn die Munition überhaupt noch reicht im Magazin. Müsste bald leer gehen. Lauten Crackling. Und die Waffe ist nach hinten, das heißt, sie ist entspannt und es ist keine Munition mehr drin. Ich habe jetzt auch nicht das erweiterte Magazin drin, da das erweiterte Magazin etwas klemmt und ja, weiß nicht, irgendwie ist da so ein Millimeter oder so verschoben, das klemmt immer so ein bisschen und irgendwie, ja, habe ich jetzt einfach fürs Video lieber das originale Standardmagazin drin genommen. Ja, okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und ja, macht auf jeden Fall Bock, auch zu Silvester. Finde ich, sowas ist es was Nettes für zwischendurch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Gebt einen Daumen hoch, haut rein und ciao.
Es ist das Ende des Jahres, wieder mal Silvesterzeit. Die ganzen Läden haben offen und ich kauf alles ein. Heute ist mir nicht zu teuer, ich hab genug Geld dabei. Weil einmal im Jahr darf ruhig etwas mehr sein. Also fahr ich mit Auto, weil es einfach zu viel wird. Egal ob Böller, Raketen, Fontänen oder Batterien sind. Ich seh Väter und Söhne einkaufen im Laden. Es erinnert mich an meine Kinder.